Dies ist das vierte von mehreren Videos zum Thema Parallel Noise und vielleicht das letzte. Es geht darum, ein Beispiel zu machen. Wir haben jetzt die Theorie gesehen und auch schon ein bisschen gesehen, wie wir das anwenden können in P5. Aber was kann ich jetzt damit machen? Hier habe ich noch ein Überbleibsel von vorhin. Was ich jetzt tun möchte, ist, dass ich in meiner Fläche einige Kreise staple. Und dazu schreibe ich ein For Loop. Ich nehme mal 10 und steigere den Wert jeweils um 1. Und dann brauche ich eine Ellipse. Und die hat, ich weiß auch nicht, was macht das? Ein Kreis am falschen Ort. Das muss irgendwie runterkommen. Oder vielleicht mache ich es mit Translate. Translate gehen wir mal in die Mitte. So. Und vielleicht brauche ich einen Hintergrund. So, und diese Ellipse, die soll jetzt etwas weniger hoch sein als breit. Und vielleicht brauche ich hier einmal ein bisschen Variablen. Das macht alles ein bisschen einfacher und überschaubarer. Die Position und dann die Breite und dann die Höhe. Und da nehme ich die Breite geteilt durch 3, irgendwie sowas. Dann ergänzen wir das oder ersetzen da unten diese fixen Werte durch die Variablen. Okay, so sieht das aus und jetzt möchte ich das ein bisschen gestapelt. Also das sind jetzt 10 Kreise übereinander gezeichnet, 10 zusammengedrückte Kreise. Und das X, das soll sich verändern. Dann nehme ich mal das I. Ah nein, falsch. Übereinander, also hier. So, beziehungsweise könnte ich das vielleicht auch multiplizieren mit etwas, mit 2 oder mit 3. Und ich könnte auch ein bisschen mehr davon machen. Nehmen wir mal 20 oder nehmen wir 70. Und das könnte man alles ganz elegant machen, aber ich nähere mich hier mit Trial and Error. Müsste wahrscheinlich 70 sein, wenn es mal 2 ist. Ja, irgendwie sowas. Jetzt ist es halbwegs eingemittelt. Entschuldigung. Okay. Also. Jetzt Parallel Noise. Was können wir mit Parallel Noise machen? Zum Beispiel könnten wir die X-Position nicht immer fix auf 0 haben, sondern ein bisschen nach links und rechts ausschlagen lassen. Und hier könnte ich Noise und dann zum Beispiel den Frame Count nehmen. Und das macht schon etwas, aber es ist fast nicht sichtbar, weil es sich zwischen 0 und 1 bewegt. Jetzt könnten wir sagen, das ist hier der maximale Ausschlag. Vielleicht 20 Pixel. Boah, es geht viel zu schnell. Warum? Weil ich hier wieder in viel zu schnellen Schritten mich über die Kurve bewege. Und jetzt sehe ich etwas, aber nicht so gut. Vielleicht erhöhe ich diese Zahl mal. So, jetzt bewegt sich hier dieser ganze Stapel. Das ist ein bisschen zu viel. Ich möchte weniger Ausschlag, etwa so. Und ich möchte jetzt aber auch nicht, dass sich hier diese Kreise alle zusammen verschieben. Aber natürlich kannst du diese Noise-Funktion zuerst einmal als Alternative zur Sinus- oder Cosinus-Funktion benutzen.
Du kriegst schon eine Verschiebung, eine regelmäßige Verschiebung, aber eben nicht regelmäßig wie bei Sinus und Cosinus, sondern ja, regelmäßig ist das falsche Wort. Es ist eine geordnete Verschiebung und nicht eine sprunghafte, aber du weißt nie, wohin es in der nächsten Sekunde gehen wird. Aber das möchte ich jetzt für jeden Kreis separat haben und darum rechne ich hier zu diesem Frame Count, also zu dieser Zahl, die mir sagt, wie weit die Animation schon fortgeschritten ist. Da rechne ich noch dieses i, die Iterationsvariable dazu. Das sieht schon ganz interessant aus. Aber das ist vielleicht auch einfach wieder zu viel und vielleicht teile ich auch das durch 100. Und dann kriege ich so eine Röhre. Vielleicht gehe ich hier auch mal ein bisschen rauf mit den Werten. Ein bisschen mehr. Und da ist halt die Frage, ja, wie stark soll das ausschlagen? Also hier kann ich auch mit verschiedenen Werten ein bisschen experimentieren. 1000 ist zu wenig interessant. 600 auch nicht so gut. 200. Ja, da wird es schon ein bisschen gummiger. Oder auch hier kann ich mal ein bisschen mehr dazugeben. Also das ist ganz interessant. Und jetzt aber auch die Breite könnte ich hier mit Perlin Noise modulieren oder verändern. Es gibt hier auch so einen recht interessanten Moiré-Effekt. Ist dann die Frage, wie sich das verändert, wenn ich hier die Höhe, oh nein, nicht die Höhe, sondern den Abstand zwischen diesen Tellern, das ist das da oben, wenn ich das verändere, wenn ich das mal eins hochsetze. Aber das hat nichts mit Perlin Noise zu tun. Aber auch das hier könnte ich mit Perlin Noise multiplizieren. Und hier ist ein bisschen die Frage jetzt, wenn ich immer wieder das Gleiche benutze, also das da, dieser Wert ist genau der gleiche Wert wie der da. Und wenn ich den zu viel verwende, kann es sein, dass sich Symmetrien bilden, die ich nicht unbedingt möchte. Bis jetzt sehe ich das nicht so. Aber der Ausschlag hier entspricht dann auch jeweils dem Durchmesser oder ist auch im Durchmesser abgebildet. Und das kann ich verändern, indem ich hier vielleicht zum Beispiel Minus statt Plus rechne. Oder indem ich hier noch irgendeine zufällige Zahl dazu zähle und mich auf der Kurve nach vorne schiebe. Oder indem ich eben auf der Y-Achse hier in dieses Perlin Noise Terrain hineingehe und nicht auf der X-Achse. Aber wie gesagt, vielleicht kann ich auch das hier mal mit Noise multiplizieren. Das sieht doch ganz lustig aus. Also jetzt ist die Stapelung dieser Kreise ist abhängig von diesem Perlin-Noise-Wert. Und je näher der an 0 ist, desto niedriger ist der Stapel. Und je näher ich an 1 komme, desto höher wird der Stapel. Und wenn es mir nicht reicht, dann kann ich natürlich auch das hier multiplizieren, zum Beispiel mit 3, dass ich ein Maximum 3 Pixel Abstand zwischen diesen Ellipsen oder maximal 13. So. Und jetzt dürfte sichtbar werden oder jetzt dürfte absehbar werden, dass diese Perlin-Noise-Funktion, das muss überhaupt nichts mit Kurven zu tun haben, sondern ich kann das in irgendeinem Zusammenhang anwenden. Also immer wenn ich irgendeine Abfolge
von Formen oder Bewegungen habe, kann ich eine Noise-Funktion darauf anwenden, um das unregelmäßig zu machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Gebilde hier mehrmals, ich stoppe das sicherheitshalber, damit sich das nicht aufhängt, aber ich könnte drei von diesen nebeneinander setzen. Da habe ich immer gerne einen Abstand drin. Ich copy-paste das einfachheitshalber hier rauf. Ich zähle aber nur bis 3 und ich will eine andere Iterationsvariable. Ich nehme mal ein A, das ist auch ein schöner Buchstabe. Und dann schmeiße ich das hier rein. Versuche hier den Einzug ein bisschen zu korrigieren. Also ich mache jetzt dreimal das, was ich vorhin gemacht habe. Ich zeichne dreimal diese Säule und jetzt übersetze ich am Anfang den Nullpunkt des Koordinatensystems auf der Vertikalen in die Mitte. Dann bin ich hier irgendwo schon ein bisschen weiter unten und zeichne die Kreise ausgehend von dort, beziehungsweise stimmt nicht. Ich gehe in die Mitte und zähle dann 120 nach hinten. Es ist überhaupt nicht sauber, was ich hier mache, aber es tut den Zweck. Und dann verwende ich diesen äußeren Loop, der dreimal wiederholt wird, um den Nullpunkt auf der Horizontalen von links nach rechts zu verschieben. Also schreibe ich hier A. Ich will vielleicht am Anfang schon mindestens 50 drin sein, plus A mal 50. Ich habe keine Ahnung, wie das herauskommt. Ich schreibe das Plus mit einem Leerzeichen rundherum und das Mal ohne, um zu symbolisieren, Punkt vor Strich. Einen anderen Zweck hat das nicht. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, es ist nicht schlecht. Gibt hier einen Abstand, wahrscheinlich weil ich einen Denkfehler gemacht habe. Aber das ist nicht schlecht. Nur sind die jetzt symmetrisch, die machen ja alle das Gleiche. Warum? Weil hier, wenn ich die Noise-Funktion aufrufe, immer die gleichen Argumente drinstehen, immer die gleichen Werte. Also der unterste hier, der weiße Kreis, das ist genau der gleiche wie der daneben. Das sind die gleichen Werte. Also damit die sich verändern, muss ich hier irgendwie eine Veränderung herbeiführen. Zum Beispiel, indem ich hier noch das A dazu zähle. Das müsste hier. Mach das mal überall. Ja, das ist es nicht so glücklich hier, weil Punkt vor Strich gilt immer das Gleiche. Und dieses A ist wahrscheinlich jetzt noch zu wenig. Vielleicht nehme ich anstatt A einfach fixe Zahlen. Das schaut immer noch ziemlich ähnlich aus im Moment. Ah, natürlich fixe Zahlen, das ist ja total bescheuert. Ich entschuldige mich. Weil es ist ja dann doch wieder überall das Gleiche. Das sind so die Fehler, die auftreten können. So, das ist doch besser. Das finde ich jetzt schon ganz okay. Ich schaue jetzt dem ein bisschen zu und du kannst selber mal sowas ausprobieren.